Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister und herzlich willkommen an alle interessierten Nicht-Muslime. Heute hat mich eine Nachricht erreicht. Ja, und zwar, wenn Allah sagt, dass wir 50 Mal beten sollen, dann kann es doch nicht sein, dass der Prophet quasi mit ihm handelt und darum bittet, es auf 5 zu reduzieren. Also meine Frage darin bestünde, hat unser Prophet Allah damit nicht einen Verbesserungsvorschlag entgegengebracht? Das war die Frage. Ja? Ich habe gedacht, wie kommt man überhaupt auf so eine Interpretation, wenn man den Hadith von Isra und Miraj hört? Ja? Meine Antwort war dann, es geht hier nicht um Handeln, weil was ist ein Handel? Handel ist, ich habe etwas, das gebe ich dir oder du gibst es mir und ansonsten, ja, dann können wir halt, ja, ich versuche dich zu überzeugen, ob es vielleicht besser wäre, weniger zu nehmen, vielleicht kaufe ich danach mehr oder dass der Preis, den du mir gegeben hast, das eigentlich gar nicht wert ist. Das ist ein Handeln, ja, und dann gehen wir entweder auseinander und ich habe nichts gekauft und du hast dein Produkt nicht weggekriegt oder was auch immer. Aber was ist das hier? Als der Prophet bei Isra und Miraj zu Musa kommt und Musa fragt ihn im 6. Himmel, was wurde dir aufgetragen? Er sagt 50 Gebete und Musa sagt, dein Volk wird das nicht schaffen. Gehe hoch und bitte um Tachfif, Erleichterung. Bitte um Erleichterung. Das heißt, in dieser Geschichte ist Allah vollkommen erhaben. Es gibt keinen auf einer Augenhöhe, ja, guck mal, das ist aber nicht richtig, das ist aber zu viel, hör mal, hast du mal nachgedacht? Völliger Blödsinn. Also ich weiß gar nicht, wer das hier in diese Geschichte reininterpretiert. Und der Prophet, a.s.w., geht nochmal hoch und sagt, sinngemäß, und es wird doch, bitte, also er bittet Allah darum, das nochmal herunterzusetzen. Und dann nochmal und dann nochmal und nochmal, bis es am Ende 5 Gebete sind. Und dann sagt Musa immer noch, geh nochmal hoch, die schaffen noch keine 5. Hier wird von einem Lügner behauptet, Musa wollte, dass man gar nicht betet. Das kommt aus dem Hadith gar nicht raus. Das ist irgendetwas, was irgendwelche Drogenabhängigen oder so hier reininterpretieren, was überhaupt nirgendwo steht. Das heißt, Allah ist vollkommen erhaben und er ist barmherzig hier, dass er eine Pflicht herabsetzt. Wie komme ich hier auf Handeln? Und wie komme ich hier auf Unwissenheit von Allah und Verbesserungsvorschlag? So, dann habe ich geschrieben, es geht hier nicht um Handeln, sondern um eine Bitte, um Erleichterung. Warum soll das nicht gehen? Das ist auch kein Verbesserungsvorschlag. Ein Verbesserungsvorschlag ist, Allah, deine Regel ist nicht so gut. Ich habe eine bessere Idee für dich. Das ist ein Verbesserungsvorschlag. Verbesserungsvorschlag ist, wo ich jemanden überzeuge, dass das, was er macht, nicht richtig ist. Aber hier versucht der Prophet, ihn nicht zu überzeugen, dass das, was er nicht macht, nicht richtig ist. Sondern Allah hat das vollkommene Recht, dem 500 Gebete am Tag zu geben. Aber aus der Barmherzigkeit heraus, er bittet ihn, aus seiner Barmherzigkeit heraus, weniger Gebete zu geben. So dann schreibe ich ihm, du musst die Texte genau lesen und nicht Dinge hineininterpretieren, die so nicht dort stehen. Denn der Satan scheint dir viele Dinge einzuflüstern. So. Denn der Satan scheint dir viele Dinge einzuflüstern. Dann war seine Antwort, ich habe diese Frage mit einem Kollegen von einem YouTuber gehört. Also da hat man wieder irgendein islamfeindliches Video rumgeschickt. Und das ist der Fehler. Und so fallen Leute von der Religion ab, kriegen Zweifel in der Religion wegen irgendeinem Idioten, der hier und da etwas verfälscht, Dinge hineininterpretiert, die doch gar nicht stehen. Deswegen, diese Videos anzuschauen, das ist Haram. Weil dadurch erhöht man ihre Reichweite und man motiviert sie damit weiter mit ihrem Schwachsinn zu machen. Das erstmal dazu. Warum informiert man sich nicht über Isra und Miraj unter Muslimen? Ich habe schon einen Vortrag darüber gemacht und inshallah, die Tage kommt noch einer dazu hoch. Jetzt ist die Frage, was will, und ich habe dann direkt mal geguckt, ja, und dann habe ich dann hier in so einem Buch gefunden, ja, in so einem Buch, das ist von einem angeblichen Ex-Muslim geschrieben, oder
auf jeden Fall ein Ahnungsloser, ja, der sich voll cool vorkommt. In dem Buch werden Sachen zitiert, die es nicht geben, werden Sachen hineininterpretiert, die so absurd sind, dass man denkt, der Typ hat Drogen genommen. Und es werden Sachen einfach weggenommen. Das heißt, da hast du zum Beispiel einen arabischen Hadith, ja, und er einfach das Ende von dem Hadith, was die Bedeutung komplett umändert, nimmt er raus. So. Und dann steht hier, ja, hier, solange wir schon bei der Geschichte sind, möchte ich, dass du der Stelle mit den 15 Gebeten pro Tag deine Aufmerksamkeit schenkst, wie Mohammed sie dank dem Zureden von Moses von 50 auf 5 Gebete pro Tag heruntergehandelt hat. Aha, hierher haben wir also den Schwachsinn. Das Seltsame hierbei ist doch, warum hat Allah Mohammed nicht gleich am Anfang 5 Gebete pro Tag befohlen? Warum befahl er ihm zuerst 50, dann 40, dann 10 und schlussendlich 5 Gebete? Wusste Allah nicht, dass Moses stets auf Mohammed wartete und ihm zu Rückwirkung abfangen würde? Doch, Allah wusste das. Warum soll er das nicht gewusst haben? Oder ist Allah dazu gezwungen, dieser Bitte des Propheten a.s.w. nachzugeben? Nee, es ist reine Barmherzigkeit. Moses wollte, dass Mohammed Allah auf 0 Gebete pro Tag herunterhandelt. Eine Lüge steht nirgendwo. So, aber warum befahl er zuerst 50, dann 40? Ganz einfach. Erstens, stell dir mal vor, Allah hätte direkt gesagt 5 Gebete. Allah hätte direkt gesagt 5 Gebete. Was würden wir aus der Geschichte lernen? Ja, 5 Gebete sind uns pro Tag über dem 7. Himmel beauftragt worden. Aber was lernen wir daraus, wenn wir hören, es waren zuerst 50 Gebete? Erstens lernen wir daraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist. Zweitens, wir lernen daraus, dass wir auch bei unserer Lehre und unserem Lernen Tadarrusch machen, stufenweise vorgehen können. Drittens, wir lernen, dass der Prophet a.s.w. hier von der Erfahrung von Moses profitiert hat. Obwohl der Prophet Mohammed der größte Prophet ist, lernt man von der Erfahrung von Leuten, die vorher gekommen sind. Denn Moses hatte Erfahrung, hat gesagt, dein Volk wird das nicht tragen können. Gehe nochmal zurück, ich habe schon Erfahrung mit den Menschen. Ja. Und die dritte, die Liebe der Propheten untereinander. Denn obwohl Moses schon eine andere Umma geführt hat, liebt er für den Propheten seine Umma und für uns das Beste. Das sind Sachen, die wir hieraus lernen. Das würden wir ansonsten, wenn wir diese ganzen Lehren, die wichtig sind für uns, gar nicht lernen. So. Aber jetzt ist ja der Witz. Was sage ich euch immer, liebe Geschwister? Ich sage euch immer, wenn jemand mit einem Vorwurf gegen den Islam kommt, stellt euch die Frage, wer bringt den Vorwurf und was will er damit sagen? Natürlich, hier sind sowieso einige Sachen wieder verfälscht. Es wird so dargestellt wie, ja, Gott hat das dann eingesehen, dass das eigentlich falsch ist, was überhaupt nicht aus dem Hadith hervorgeht. Und hat er gesagt, ja, nee, stimmt, Mohammed, ja, nee, dann lassen wir nur 5. Steht da gar nicht, absolut, stimmt gar nicht. So nach dem Motto, ja, stimmt. Also Mohammed hat ihm jetzt Argumente gebracht, dass das nicht gut ist, 50 Gebete. Deswegen hat er erstmal mit sich handeln lassen. Hier steht ja hier so, hier. Warum 50? Wusste Allah nicht, dass Moses stets auf Mohammed wartete? Hä? Warum hat er nicht direkt 50? Das heißt, er will damit sagen, diese Geschichte würde beweisen, dass Gott unwissend gewesen ist. Stimmt's? Lieber, nee, doch nicht lieber. Missionar, ist es nicht so? Du willst diese Geschichte benutzen, um zu sagen, weil der Prophet alaihi salatu wassalam Allah, den allmächtigen Gott, darum gebeten hat, eine Regel oder etwas, was er tun wollte, denn Allah wollte uns das ja auftragen, zu verändern, das beinhaltet, dass Gott zuerst nicht die richtige Entscheidung getroffen hat und dann wurde er überzeugt. Und deswegen kann das nicht von Gott sein, deswegen ist der Islam falsch. Richtig? Richtig. Das, weil ansonsten hätte das ja gar... Oder willst du das einfach nur erwähnen und sagen, auch komische Geschichte? Nein. Denn du erwähnst diese Geschichte ja in einem Kontext von einer religiösen Diskussion. Was ist die richtige Religion? Und dann benutzt du diese Geschichte, um zu sagen, diese Religion kann nicht richtig sein, weil diese Geschichte würde beinhalten, weil mit Allah gehandelt wurde angeblich, dass Allah unwissend gewesen ist und deswegen dann eingesehen hat, oh ja, nee, die Entscheidung war falsch, dann eben nur 5 Gebete. So. Aber wie gesagt, das war nur eine Bitte um Barmherzigkeit. Okay, alles klar.
dann schlagen wir mal die Bibel auf. Okay? Missionar, du hast doch eben gesagt, das kann nicht, das ist ein Zeichen, das kann nicht von Gott sein. Wie kann Gott mit sich handeln lassen? Hier haben wir Genesis 18. Gut zuhören. Gut zuhören. Die Männer Abrahams Fürsprache für Sodom. Du würdest gleich handeln sagen. Die Männer erhoben sich von dort und schauten auf Sodom hinab. Sodom ist eine Stadt, also das Volk der Stadt. Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sagte der Herr, also Gott sagte, soll ich Abraham verheimlichen, was ich tun will? Soll ich Abraham verheimlichen, was ich tun will? Das heißt also, Gott ist unentschlossen, er weiß noch nicht. Unwissend. Hier. Abraham soll doch zu einem großen, mächtigen Volk werden. Durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Soll ich es machen? Soll ich es nicht machen? So wird es hier dargestellt. Hier. Du hast eben gesagt, Unwissenheit kann nicht von Gott sein. Hier, bitte. Das war deine Interpretation. Denn ich habe ihn dazu ausersehen, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm gebietet, den Weg des Herrn einzuhalten und Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr seine Zusage an Abraham erfüllen kann. Der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, das ist angeschwollen und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Ich will hinabsteigen und sehen, ob ihr verderbliches Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist, oder nicht. Ich will es wissen. Die Männer wandten sich ab von dort. Ja, das ist ab Vers 16 in Genesis 18. Die Männer wandten sich ab von dort und gingen auf Sodom zu. Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn. Also Abraham steht vor Gott. Abraham trat näher, also kommt näher zu Gott und sagte, laut Bibel, willst du den Gerechten mit den Ruchlosen wegraffen? Willst du das wirklich machen? Also man muss sich das so vorstellen. Stell dir mal vor, so redet jemand mit dir. Willst du das wirklich machen? Denkst du, das ist vernünftig? Vielleicht gibt es, guck mal jetzt, was er sagt, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie wegraffen und nicht dort dir doch dem Ort vergeben, wegen der 50 Gerechten in ihrer Mitte? Was ist das für ein Satz? Das ist so nach dem Motto, ist das nicht besser, wenn du das so machst? Red Abraham mit Gott hier. Bibel, glaubst du dran? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten zusammen mit dem Frevler zu töten. Das heißt, er erinnert gerade Gott daran, dass er das nicht machen sollte, dass das ja falsch ist. Dann ging es ja dem Gerechten wie dem Frevler. Das sei fern von dir. Hä? Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Das heißt, der ist ja noch mein Mann, der ist ihm gerade gut am Zureden, weil Gott könnte ja die falsche Entscheidung treffen. Er gibt ihm Ratschlag. Mohammed hat Gott keinen Ratschlag gegeben. Gib doch lieber 50, das wird gar nicht überliefert. Lieber 40 Gebete. Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, werde ich ihrentwegen dem ganzen Ort vergeben. Also das heißt, Gott hat sich gerade überreden lassen. Mit logischen Argumenten. Nicht aus Barmherzigkeit, weil der Prophet Mohammed ihn gebeten hat oder der Prophet Abraham, sondern Abraham hat Argumente gebracht, die können ja schlecht über dich denken. Hier, wenn ich Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, werde ich ihretwegen den ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach, siehe, ich habe es unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten 5. Wirst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn dort 45 finde. Er fuhr fort, zu ihm zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 40. Dann sprach er, ich werde es der 40 wegen nicht tun. Gott wird wieder überzeugt. Da sagt er, mein Herr, zürne nicht, wenn ich weiterrede. Merkt ihr, es geht 5, 5, 5, 5, 5 runter? Ja, genau. Nicht genau, sondern ganz anders. Er wird hier mit logischen Argumenten, wird auf sein Gewissen, auf Gottes Gewissen eingeredet. Ja? Und am Ende dann, und nochmals sagt er, mein Herr, zürne nicht, wenn ich nur noch einmal das Wort ergreife. Das heißt, er redet mit Gott wie mit jemandem, der gleich ausrasten könnte. Zürne nicht, wenn ich noch einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden sich dort nur 10. Er sprach, ich werde sie nicht vernichten um der 10 willen. Der Herr ging fort, als er aufgehört hatte, zu Abraham zu reden. Und Abraham kehrte an seinen Ort zurück. So, du hast eben das Argument von Isra und Miraj benutzt, beziehungsweise von Miraj benutzt, um zu sagen, der Islam kann nicht richtig sein, weil Prophet Mohammed angeblich mit Gott gehandelt hat. Und ich habe gesagt, er hat nicht mit ihm gehandelt.
Er hat nicht gesagt, guck mal, ist doch nicht schön, wenn das 50 Gebete sind. Das werden die doch bestimmt gar nicht schaffen. Und du willst doch nicht, dass die Leute dann bestraft werden. Denk doch mal nach. Hat er nicht mit ihm geredet. Wird überhaupt nicht überliefert. Er hat ihn darum gebeten, um Erleichterung. Hier kommt am Ende was? Das heißt, wenn du sagst, der Islam ist falsch wegen einem Hadith, der dir nicht gefällt, musst du jetzt das Christentum aufgeben. Jetzt kommt vielleicht das dumme Gelaber, ja, Altes Testament. Altes Testament ist laut allen christlichen Gruppen von Gott. Von Gott. Oder folgst du Markion, dem Heretiker, diesem Ketzer, der gegen das Alte Testament war. Das ist von Gott laut deiner christlichen Gruppe. Protestanten, Orthodox und Katholiken. Du hast eben gesagt, ja, eben gesagt, beziehungsweise das ist das, was du vermitteln wolltest. Der Islam kann nicht von Gott sein. Jetzt bringe ich dir eine Geschichte, wo von 50 auf 45 auf 40 heruntergehandelt wird. Gehandelt mit Argumenten. Ganz anders. Ganz anders. Du musst Christentum verlassen. Du bist ein Heuchler. Oder du bist eindeutig ein Heuchler und schaltest jetzt dein Gehirn wieder ab. Weil du hast ja vorher genau das hier da rein interpretiert. Aber ich habe noch andere Sachen. Ich könnte noch viel mehr bringen, aber ich bringe heute nur zwei Sachen. Nächste Sache. Exodus 32. Weiter sprach der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. So redet Gott zu Mose. Also der will die jetzt zerstören. Und sagt, ich mache die jetzt hier. Also Gott sagt, ja, laut Exodus, ja, jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt, dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte den Herrn, was heißt besänftigt, er beruhigt den. Besänftigen ist so, da ist gerade jemand am Ausrasten, komm, ruhig, komm, ist doch nicht so schlimm, ruhig, bleib ruhig, ruhig. So, besänftigte den Herrn, seinen Gott, indem er sagte, wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit großer Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Jetzt versucht er ihn zu überzeugen. Wozu sollen die Ägypter sagen können, also er versucht jetzt zu Gott zu sagen, ja, in böser Absicht hat er, also Gott, sie herausgeführt und sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen. Wie wirkt das, wenn ich zu jemandem sage, guck mal, mach das doch nicht. Dann sagen nachher die Ägypter über dich, du hast das und das gemacht, um die umzubringen. Dann denken die doch schlecht über dich. Was jetzt? Das ist... Naja, in böser Absicht hat er sie herausgeführt und sie vom Erdboden verschindeln. Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Unheil reuen. Lass dich das Unheil reuen. Gott soll das bereuen, dass du deinem Volk antun wolltest. Denk, Moses sagt zu Gott, denk an deine, also angeblich, denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak, Israel, den du selbst geschworen hast, gesagt hast. Also Moses ist Gott gerade am Erinnern. Eben wollte der erzählen, ja, das Wort ja laut Christus, ja, hier. Wusste Allah nicht, dass Mose stets auf Mohammed wartet und ihn immerzu auf seinem Rückweg anfangen würde? So, hier. Wusste Gott das nicht, dass Moses ihn laut der Bibel tatsächlich erinnern muss? Hier, da steht's. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, den du selbst geschworen hast und gesagt hast, ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es für immer besitzen. Was ist jetzt die Antwort von Gott darauf? Denk doch daran. Guck mal, du hast doch das und das gesagt. Was ist jetzt die Antwort von Gott laut Bibel? Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Hat seinen angeblichen Fehler eingesehen. Ihr
habt die Geschichte von Isra und Miraj, beziehungsweise von Miraj, von dem Beauftragung des Gebetes als Beweis benutzt, um zu zeigen, dass der Islam falsch ist, weil es beinhalten würde, dass Gott unwissend war. Ich habe gesagt, Gott wusste von vornherein, dass er 5 Gebete beauftragen wird, aber er hat das so auf diese Art und Weise gemacht, um seine Barmherzigkeit zu zeigen, ja, um die zu zeigen, wie wichtig die Erfahrung in der Dawah ist, um uns auch zu zeigen, guck mal, normalerweise hätten wir 50 Gebete beten müssen, aber wir müssen nur 5 Gebete beten und kriegen dafür den Lohn von 50 Gebeten, um die Liebe auch noch zu verstärken, dann, dass man stufenweise Menschen an Dinge heranführen kann in der Religion und um die Liebe unter den Propheten zu zeigen. Es ist in der ganzen Geschichte nicht irgendwie erwähnt, ja Gott, überleg doch mal, denk doch mal nach, wenn du den 50 Gebete aufträgst, das schaffen die doch nicht und so. Ach ja, stimmt, ja, ja. Ja, nee, das bereue ich jetzt, ja, nee, das ist falsch. Das gibt es überhaupt nicht in der Geschichte. Es gibt nur die Bitte um Erleichterung und Gott erleichtert, 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 erleichtert. Und der Prophet schämt sich nach der Erleichterung. Wenn ihr diese Geschichte benutzt habt, weil ihr von eurem logischen Menschenverstand davon überzeugt war, dass die falsch ist und nicht von Gott sein kann, obwohl dieser Gedanke totaler Quatsch ist, müsst ihr jetzt auf der Stelle den Glauben an die Bibel in die Mülltonne werfen. Ja? Ich habe es euch gesagt, Exodus 32, 9 bis 14. Ich kann dir auch die Lutherbibel zeigen. Genau dasselbe. Ich kann dir auch die Heilige Schrift der Zeugen Jehovas zeigen. Steht in allen genau dasselbe. Jetzt musst du den Glauben an die Bibel aufgeben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.